jetzt auch die Restarts. Somit viel Spaß hier auf das 2 mit Faculty gegen Wasp aus der ESL Pro Series. Wenn du mal allein Richtung B, faked vielleicht einen schnellen Go. Zieht direkt das Tor ab. Oh, lang wieder Ocean schon rausgegangen. Boah, Kirby räumt aber gut mit saftigen Headshots auf. Zieht jetzt nochmal rum mit Mantis. Oh, ein bisschen. Ah, schön am blauen. Fang. Sauber. Boah, Mantis muss reloaden. 2-2, somit Asmo ist da. Wenn er jetzt fällt, wird es schwierig für Simon. Und dann 2. Kurz müsste gehört haben. Nate geht komplett ins Leere. Boah, Simon pusht schön durch die Smoke durch. Der Headshot haben wir. Beiden ziehen sich auch zusammen. Schieben jetzt sehr gut B. Boah, der Fehler einfach gerade an lang. Dass Asmo vielleicht dann nochmal hintergegangen ist. Hätte vielleicht einfach auf Spot bleiben sollen. Simon jetzt von einer ganz schweren Aufgabe, zumal er auch kein Kind hat, merke ich gerade. Heißt, er muss es relativ schnell angehen. Hat auch kein Equipment mehr, keine Weste. Wahrscheinlich wirklich Grants am Anfang. Was die ganze Angelegenheit noch schwerer. Was die ganze Angelegenheit noch schwerer macht, aber krasser Reaktionsschuss gegen Kafkas. Aber Venom da halt noch am Leben. Direkt auf Refact gegangen. Super gemacht. Wasp holt sich hier die Pistole. Dreht sich die Pistole sogar noch ein bisschen. Eigentlich schon gut. Ist schon gut losgegangen für Faculty. Tja, und die sind wirklich hier unter Druck eigentlich. Denn die Playoffs sind noch nicht in Sack und Tüten. Da müssen noch 2 Siege aus den nächsten 3 Spielen her. I-Play, C-Play 2 weg. 10 Teams somit, also nur 9 Spieler hat jeder. Und Faculty hat selbst geschrieben, 2 Siege braucht man auf jeden Fall aus den kommenden 3, um da wirklich für die Playoffs safe qualifiziert zu sein. Und wer hätte das gedacht, dass Faculty hier nochmal so strauchelt. Vor allen Dingen ganz bitter war jetzt letzte Woche der Loss gegen. Moment, war das gegen C-Play? Ich glaube. Gut, wenn es gegen C-Play war, ist ja egal. Dann ist der Loss ja wieder weg. Aber da hatten sie auf Train gespielt. Haben, glaube ich, irgendwie 2. Wie waren das? Die lagen irgendwie. Ne, führten 13-2 und haben dann noch 16-14 verloren auf Train. Haben dann als Terror einfach nur noch eine Runde holen können. So, diese Eco über kurz. Wasp aber sehr kontrolliert am Abdecken. Nur noch Simon und Mantis. Auf der Zeit. Wir wissen jetzt auch, wo einer ist. Gegen geschlossen, aber kurz. Gute Entscheidung, da ist gar keiner mehr. Oh! Hä? Haben die sich nicht gerade ausgemoved? War jetzt ein kurz da. Ja, die hat ihn noch nicht gesehen. Ahnung. Schade. War nicht auf dem Kopf drauf. Simon fällt auch gegen Taubi. 3-0 für Wasp. Erste Equipped Round. Und direkt ein AWP bei Asmo. Doppel-AWP. QQ Mantis auch. Lang an. Erstmal Mitte.
Weder Mitte noch Langzeit, ist aber ein früher Terror. Interessanter Aufbau lässt auf einen B-Split. Lässt einen B-Split vermuten. Da zwei Cutter, zwei Mitte oben. Mal schauen. Interessantes Doppel anlang. Daisy steht komplett anti-Flash und Mantis zielt rein. Sehr interessant. Wahrscheinlich, wenn Mantis verschießt, wird er weglaufen. Daisy wird nicht blind und kann ihn dann decken, bei Bedarf. Schön gedacht. Wird man da jetzt nicht in Aktion sehen. Denn kurz geht's durch. Daisy schiebt zurück. Genügend Gegenflashes haben sie auf jeden Fall. Sollten sie jetzt auch langsam nutzen. Einer gedroppt. Dieser Drop-Go, dieser Faculty-Go. Super Flash nochmal zu lang. Und die geht perfekt auf. Boah. Beide kassieren da. Sehr starker Go von Wasp bisher. Bombe noch nicht gelegt. Venom zu kurz oder Mitte aufgepasst. Den Frack auch gesetzt. Asmo noch Richtung lang. Boah, ich schieb nochmal eine im Häuschen. Kafkas muss das sein. Boah, super am Abgammeln. Beide mit AWP. Also Mantis hat es da wirklich schwer zu safen. Und Asmo auch. Boah, kriegt die noch. Derweil Mantis lang gestorben. Asmo. Was? Oh, die Bombe war noch nicht gelegt. Oh! What the fuck? Selbst gerade ist aufgefallen. Und den Wasp-Leuten irgendwie auch. Scheinbar. Krass. Ich sehe so um die rote Zeit runterlaufen. Ich dachte, ne, was ist das? Warum tickt die Bombe noch nicht? Uiuiui. Nochmal gut gegangen. Aber sehr schöner Go von Wasp. Vor allen Dingen mit der zweiten Flash nochmal. Dort ging lang. Wirklich super gemacht. Sehr schlechter Start. Sehr für Faculty. Asmo hatte den Leger geholt. Ah, okay, danke. Also haben sie wahrscheinlich versucht, zu lang zu legen. Alles klar. So, stacken hier ein bisschen Richtung B. Geht aber wieder kurz. Ah, da hat er schon einen Spot geholt. Eco genascht werden, wenn er gut verschossen. Und Kafkas macht's 5 zu 0. Eieiei. So, jetzt Abfahrt. Jetzt nur eine einfache AWP bei Asmo. Push von Mantis und Simon. Wir decken erstmal ab. Venom wahrscheinlich wieder Cutters. Ja, spielen da wieder in Standard mit zwei Cutters. Zwei Mitte oben T-Base. Also das ist so der Standardaufbau von Wasp. Fakti lässt kurz offen. Das wird wieder schwierig. Aber erstmal macht den wichtigen Frag und kann mit Glück auch die Bombe ansagen. Ich denke mal schon, dass er die sehen konnte. Wenn nicht sehen, dann zumindest auf dem Radar. So ein B-Split wäre jetzt fast die falsche Entscheidung. Aber wenn, dann wäre es ein guter Read von Faculty. Es scheint wirklich B zu gehen. Asmo Mantis müssen wir jetzt aufhalten. Schön von Asmo. Jetzt Mantis vielleicht rausziehen, sie blocken Cutters. Boah. Was macht Mantis da? Was mit der Smoke noch gearbeitet? Und Simon hilft ihm. Eieiei, was war das denn? Pusht so halb gar rein, sieht dann, dass da eine Smoke liegt. Deckt dann zum Loch. Meiner Ansicht nach mit bisschen Glück hier die Runde gemacht. Das hätte gut und gern anders ausgehen können am B. Aber wichtig hier mit drei Mann war es, glaube ich, zu überleben. Bisschen Waffen. Bisschen Geld jetzt sparen. Boah, schöne Flash. Boah, sehr gut getan. Flash davon da.
Aber im zweiten hat man das immerhin auch low gemacht, super gemacht. Kurz wird gedoppelt mit diesem. Einer guckt weg. An der Treppe sogar. Was spielt auf jeden Fall sehr viel über den Standard. Ja, wir werden sogar eine Action erleben. Ah, Split. Splatter. Sehr schön. Sehr schön. Boah. Da haben einfach auch die Granaten gefailt. Gefailt und gefehlt. Ich meine, Lang war, glaube ich, schon relativ weit vorne. Da muss er eigentlich sagen, dass er lang nicht geblockt wird. Müsste man eigentlich drauf schießen, dass kurz was ist. Und dann dort einfach vor zu contacten, ist vielleicht nicht so eine gute Wahl. Schnell kurz. Denk mal, wenn Kafkas da was öffnet, dann geht man A. Zieht sie doch direkt mit A. Oh, ein Asmo. Alter. Asmo, super starke AWP heute da unten an Richtung kurz. Schon das zweite Mal da den ersten machen können. Gute Smoke auf den Kirby. Also, Fekity kommt gerade mehr und mehr ins Spiel. Nochmal eine Gegenfläche von Asmo in der Mitte. Wissen auch, dass sie ungefähr kurz sein müssen. Und den verschießt er. Boah, kann er einige ansagen. Zwei mindestens. Und dass sie runterspringen. Lässt drauf schließen, dass sie wirklich B gehen. Und das unterstützt ihn da in der Mitte. Sehr gut. Den zweiten kann er sogar auch machen. Und Simon am B. Sehr schön. Und nur noch Taubi. Da sterben sie jetzt aber auch alle einzeln und der geht sogar stiften. Hier seine AK safen. Würde kein Geld kriegen. Wie sieht es waffentechnisch aus? Überhaupt nicht gut. Was bekommt nur 1,5? Müssen auf jeden Fall sparen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so wenig Geld haben. Aber gut, haben wir jetzt schon zwei Runden verloren. Aber wobei, dann kriegt sie nicht 1,5. 2,5 vielleicht. 2,4. Boah, holen ihn jetzt auch noch. Jo, genau, 2,4 bekommen. Eine Eco heißt das auf jeden Fall für Wasp. Fekity kämpft sich heran. Drei Runden gerade in Folge. Läuft doch so langsam. Aber ich finde, Wasp kann ruhig viel mehr kurz machen. Und vorhin der Go wäre perfekt. Eigentlich hat man jetzt auch noch viel Freiraum in der Mitte. Abgesehen mal davon, dass Asmo da immer einen sich angelt. Oh, ein Ego. Und ist halt keine M4, aber alles noch gut gegangen. Und jetzt macht er sogar mit Pistol. 4K-Runde von ihm. Anschlussrunde für Fekity 4:5. Wieder Geld bei Wasp. Kafkas wieder mit einer Awe. Jetzt bin ich auf die Ansage gespannt. Flash. Das war blind. Schöner Move. Sehr gut. Also Asmo hier gerade kontinuierlich am First Track ziehen. Und das ist das, was man als CD braucht auf das 2. Auch wirklich die Terrors. Nice. Boost auch ausgezahlt. Bisher noch kein Damage Point gefangen. Zwei easy First, oder relativ easy First Tracks bekommen. Smoke und Flash. Gut, dass er auch Kuh gecheckt. Mantis sollte vielleicht kurz einfach weg. Okay, er bekommt Support von Kirby. Jetzt wird immer Asmo gestorben. So, müssen eigentlich wissen, dass Simon alleine B ist. Und spielen noch den Split.
Was hat der Flash? Wir sind auf Spot. Boah, er macht ein bisschen Damage, aber kein Frag. Und zwei kommen über Cutters und das ist gut. Jensen, schön. Wichtiger Frag von Kirby. Und die zwei jetzt auf Spot. Oh, können sich jetzt aber komplett beide auf Cutters konzentrieren. Und das war wichtig, der Frag von Taubi. Boah, aber extrem krasse Shots von Kirby. Taubi geht auf Frag, schön, macht den ersten. Aber Kirby ist zur Stelle. Schöne Runde von ihm. Im Runterfallen hat Taubi da einfach keine Chance. Faculty gleicht aus zum 5 zu 5. Bombe gelegt. Und ich glaube, sie können kaufen. Ja, 5k. Das reicht locker. Haben wir schließlich gerade 5 Runden in Folge verloren. Bombe gelegt jetzt. Das müsste Faculty auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Bei Simon immer noch höher, also scheinbar ist er wirklich nicht mit im Bootcamp. Oh, Mantis da an der Rack-Posi. Zumindest beansprucht Rack diese Posi irgendwie. Boah, das macht jetzt schon wieder. Da sollte man vielleicht auch mal. Weiß nicht, eigentlich müsste er da nichts sehen. Gut, jetzt geht die Smoke so langsam weg. So, Mantis Kirby, auf die kommt's an. Kafka ist auch gleich lang, also klassischer A-Split. Wollte gerade über kurz kommen. Und Mantis blockt den, diesen Drop. Oh, passiert aber. Lang. Das ist jetzt das Duell, das sie verliert. Aber Mitte dafür gestanden. Kirby auf Spot auch noch reingemacht. 2-2 rausgespielt. Bitte, dass diese da das Duell verloren hat. Sonst wäre es relativ einfach geworden, die Runde zu gewinnen. Zumindest ein gutes Stück leichter. Lang jetzt nochmal ein wichtiges Duell. Hast du mal den gesehen? Sauber. Jetzt nur noch Taubi. Muss da irgendwo auf Frag gehen. Wichtig, wenn er die kurz macht, kann das machen. Macht er aber nicht, veraimt er. War nicht auf dem Kopf drauf. Kein starkes Aiming. 5 zu 5. Beziehungsweise jetzt 6 zu 5. Nimm mich in den Arm. Das ist immer wieder lustig, wie sie da liegen. Faculty kommt hier gut zurück nach einer 5-0 Rücklage. Jetzt 6 Runden in Folge. So langsam rollt hier der Faculty-Zug. So, jetzt können wir gerne Mausergebnisse durchgeben. Wie es dort steht. So, Maus streame ich nicht, weil es da um nichts mehr geht. Also das Spiel eigentlich easy gewinnen müssen. Danach gibt es aber noch Maus, keine Angst. Gegen Imaginary. Auch wenn es da um nichts mehr geht. Das Spiel wird trotzdem, denke ich mal, interessant. Und vielleicht so ein erster Indikator, wie gut Maus jetzt so kurz vor den Copenhagen Games ist. Danke, 4-2 für Maus. Also vielleicht können sie ja Imaginary hochschlagen, wer weiß. Mal ein bisschen Motivation tanken, ein bisschen... Ja, einfach, einfach sehen, dass man auch gute Teams hochschlagen kann vielleicht. So, interessante Runde. B-Split. Mantis wurde nicht gesehen. Man hat jetzt zwar die Unterzahl. Oh, aber viele sind low. Ah, Simon kriegt da leider schon zu viele Hits. Trotzdem noch möglich. Und beide sind halt richtig angeschlagen. 11 und 13. Oh, man hat die Bombe. Hat die Bombe in einer über Base. Achso, man muss sie nur einmal hitten. Und Kafkas rastet aus. Rettet hier die Runde für was? 6 beide. Ja, aber Faculty dick Kohle. 13k. Wird auf jeden Fall für eine noch eine Runde reichen, sollten sie die verlieren. Kafka ist auf jeden Fall keinen Fries. Kafkas Push würde ich mir mal wünschen. Wäre, denke ich mal. Mein Bass baut relativ schnell nochmal auf, wird dann wahrscheinlich auch Flashes fangen. Boah.
Und das ist ein fahrlässiger Aufbau. Mein Taubi ist schon lang in Kafkas Base und sie kommen einfach gerade aus unten. Bei anderen Teams sieht man das, dass dann Mitte einer irgendwie eine Fläche zu kurz wirft, halt hier, damit sie dann Cutters unten rumziehen können. Um wirklich keine Gefahr zu laufen, gegen so einen Tower da zu sterben. Der ganz häufig, ganz gern mal gespielt, dass da eine Awe steht und dann hier jetzt M4 da direkt Cutters runterzielt. Dennoch 4 gegen 4. Eine interessante A-Deckung. Und vielleicht für Mantis. Einmachen. Kampfkast Reflex. So, und jetzt ist Mantis unter Bedrängnis. Kann auch keinen mehr machen. Jensen hittet zwar ja noch ein bisschen. Und Simon wieder überlang. So, beide Kit haben somit auch die Zeit. Und keiner blockt wirklich lang. Kafkas zielt davon. Trampe. Oh, und jetzt wird er mit Bushalte nicht rechnen. Doch, er wurde gesehen. Von Asmo getötet. Sehr, sehr wichtiger Shot. Und jetzt ist 1-1. Simon gegen Venom. Boah, Venom rastet aus. Macht hier den Headshot. 7:6. Was kommt hier wieder ein bisschen ran? Ein bisschen zurück. Das Geld reicht auf jeden Fall nochmal bei Faculty. Danach sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus. Spielen weiter in den Aufbau. Blocken diesmal nicht kurz. Wasp auch weiter in Standard. Venom geht da immer zu der Kiste am Anfang. Könnte man natürlich auch mal ausnutzen und dort direkt zwei Nades hinwerfen oder sowas. Man ist allein kurz auf gewesen. Diesmal nicht geboostet worden. Die Nades aß trotzdem. Schon sehr riskant, muss man sagen. Er zieht sich immer dann direkt weg, wenn die Smoke kommt, wenn die Smoke wegliegt. Und holt sich jetzt auch Support von Mantis wahrscheinlich immer, ja. Oh, der pusht durch, macht keinen. Asmo auch keinen. Und Simon, Obi diesmal gestanden. Oh, den zweiten nicht. Kirby war noch richtig blind. 2 und 2. Oh, Kirby überlebt mit einem HP. Und Kafkas kommt jetzt erst über Base. Die Bombe ist irgendwo down. Jetzt gepickt von Venom am Loch oben. Kafkas nimmt mit Arme. Trifft keinen. Sehr, sehr schwerer Retake. Boah, super Flashes. Boah, aber Kafkas steht mit Arme. Easy mit einer schönen Smoke, wenn die gut liegt. Da hat er das 1-on-1 am Spot. Venom teilt wieder aus. Holen sich hier somit die Führung. Die Halbzeit sogar. 8:6. Tja, und Geld sieht jetzt nicht so rosig aus. Reicht kaum für eine M4. Nur Simon eine. Rest Famas nur P250. Immer noch Standardaufbau. Auch wieder nur über T-Base. Aber das gefällt mir auch nicht, dass er dort steht. Das ist halt ultra kacke eigentlich. Warum hockt er nicht hier schön in dem Eck, wo Trace immer hockt? Vor allem ist es ja auch dunkel. Wenn er hier so immer Kante zielt, der CT wird ihn da auf jeden Fall auch mal töten können. Jetzt steht er schon ein bisschen besser, könnte dann rechts weg. Naja, gut. Jetzt mal close unten am Tor. Keine Arme. Taubi noch die Bombe T-Base. Hat sich wirklich keinen Meter bewegt. Das ist halt schon krass. Das ist nur mit Diegel. Oh Mann, der war richtig blind. Aber warum dort stehen? Ja, vor allen Dingen allein. Warum doppelt man da nicht mit dem Reload Equip irgendwas? Ja, die Runde wird man wahrscheinlich auch abgeben. Oh, man schiebt. Boah, die Runde jetzt. Also warum man nicht auf A geht? Kirby wäre dann nur allein. B-Split, die ist über Mitte. Simon pusht Cutters. Oh, macht den ersten. Boah! Und lackt sich den zweiten. Sehr, sehr stark.
Was gerade mit dem Fehler, dass sie es da wirklich geschoben haben. Fekki, die kann sich die Runde noch sichern. Und machen das auch. Sehr schöne Runde gespielt von Fekti. Fehlentscheidung da meiner Meinung nach bei Wasp. Warum sie da nicht einfach auf A drauf gehen? Da war nur einer und der hatte nur Famas. Klar hat der Headshot gegeben, die Respektschelle, aber und die Respektburst. Deswegen hat man sich wahrscheinlich nicht getraut. Schade. Aber eine schöne Halbzeit. Gut von Fekti wieder rangekämpft. Dann Wasp wieder ein paar Runden in Folge. Und Fekti die letzte. Das lässt doch auf eine spannende zweite Halbzeit hoffen. Und die folgt direkt jetzt mit der Pistole. So, auch Mantis rennt direkt kurz. Ist auch hier diese Nip-Taktik. Schneller B-Split oder was? Ja. Spielt mal schnell und kassiert gute Hits. Oh, was? Alter, wie Asmo dann auch die beiden anderen macht mit Low HP. Wahnsinn. Boah, geiler Molly ins Tor. Aber es lockt, lock, lock, lock. Oh. Vielleicht eher Tor smoken, Loch Molly. Simon. Nice. Sehr krasse Runde von Asmo. Schöne Taktik. Gut runtergespielt. Genauso will ich eine Pistole sehen. Nicht lange rumfackeln. Direkt was machen. Glock ist natürlich auch super stark. Und damit gehen wirklich beide Terror-Pistols an das jeweilige Terror-Team. Schöne Go über kurz. Auch hier schon direkt ein kleiner Unterschied. Oh, man stackt da aber kurz. Boah. Glück für Fekti, dass der instant drei Headshots raushauen. So, es ist schon ganz gerne mal nach hinten losgegangen. Schöner Stack aber, da waren sie wirklich in jedem Eck. Hier interessant, dass es relativ dunkel ist mit dem Schatten. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man sehr langsam aufbaut in Anti-Eco. Aber alles gut gegangen. Dann weiter aufgeräumt, Gas. Was? Oh Gott, was hat er gekauft? Ist das bitter? Warum riskiert man hier was? Man hat ja nicht mal irgendwie viele Waffen geholt oder so. Der Kauf macht für mich keinen Sinn. Eigentlich nur sinnvoll, wenn man wirklich viele, viele Terrors geholt hat. In der zweiten Runde. Wenn man da vielleicht ein 1-on-1 hat oder so. Aber das, null Sinn für meinen Geschmack. Vor allem auch noch auf das zweite. Ja, weil das Map ist eigentlich egal. Unverständlich. Man gibt hier somit jetzt noch eine Runde mehr aus der Hand. Schnell lang. Oh, vielleicht von hinten muss er aufpassen. Boah. Boah, war das ein Glück. Aber da kam sogar noch eine. Oh, aber so ein Timelag muss er erstmal haben. Simon checkt gerade Bushalte und dann kommt die Flash, explodiert somit in seinem Rücken. Also so ein Timing-Glück ist schon außergewöhnlich. So, 11-8. Und jetzt mal schauen, was Wasp hier präsentiert. Eine Art Pistole im Grunde. Weg zu viert Cutters. Aufbau über unten. Hier, was macht die Tower? Aber kriegen super viel Damage. Beide mit 32. Müssen da direkt umbauen. Es gibt wieder einfach diese Pistol-Taktik, ja. Führt es einfach nochmal aus. B-Spieler gestorben.
Taubi vielleicht gegen, hat aber eine super schlechte Pose, kann auf dem Loch gesehen werden, macht ein. Und das war's dann auch. War's mal auch in der Mitte erfolgreich. Oh Gott. Boah, das wird sie Kirby ärgern. Mit einem HP überlebt er. Trotzdem, die Runde muss Faculty machen. Die ist ja eigentlich eine schöne Pose. Oh, vor allem die Smoke ist super. Aber was spart eh? Nice. Dieser schnelle Go gefällt mir auf jeden Fall. Auch krass, dass sie da sofort so viel Damage an kurz gefangen haben. Terrorists win. 12 zu 8. Geld wird man auf jeden Fall hier haben. Man legt sich Waffen. Ja, 5 Runden in Folge schon verloren. Solange man die Weitheit verliert, kann man auf jeden Fall jede Runde kaufen. Und diesmal ein bisschen abgewandert. Erstmal online lang. Gefährlich. Gefangen ist, fängt die Nate, bräuchte eigentlich Support und Taubi, sehr gut. Aber Asma holt sich die Hilfe. Boah. Und überlebt das Ganze mit 6 HP. Faculty reagiert gut drauf. Schicken Simon direkt kurz vor. Asma gammelt mit seinen 6 HP an. Unglaublich, an einer unglaublich ekelhaften Posi. Ich bin jetzt auf den Go. Gerd ist da gestorben, glaube ich, schräge. Zumindest ist da keiner mehr. Venom rausgepusht, hat sogar Asmo gemacht hier hinten. Überzahl für Wasp. Bombe bei Kirby jetzt gelegt. Simon steht Anti-Flash, ist aber allein da. Und Kirby flecht ihm nochmal. Man nimmt zusammen jetzt kurz ein. Super getimte Flecht. 3 Mann dort. Oh, Kirby kann alle. Simon kann alle machen. Simon macht alle mit Headshots. Aber perfekte Flecht von Kirby. Da kann sich Simon bei ihm auf jeden Fall bedanken. Sauber. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das wird eine halt Fork-Avi. Frickster-Szene. XD. Nice. Ah, wirklich. Das hätte er auf jeden Fall nie gemacht, wenn die Flash nicht gekommen wäre. Und genau deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass es Assist-Points für sowas gibt. Also, dass wenn man einen Gegner tötet, der durch einen Mate blind wurde, also von mir aus auch wirklich nur so bis zu einer bestimmten Zeit blind. Ich denke, man lässt sich einrichten. Dass man da nochmal einen Punkt bekommt. Das fände ich wirklich toll. Das würde die Supporter nochmal ein bisschen besser in Szene setzen. Vielleicht auch punktemäßig. So, 7 Runden in Folge. Faculty hat sich dann echt gut gefangen, muss man sagen, nach der anfänglichen Rücklage von 5-0. Was mit Famas ausgerüstet. Boah, sehr schön vorgezielt von Benny. Kafkastik Fußhit gegeben. Ja, aber das ist halt auch die Sache, wenn man immer gleich smoke, dann kann die Arme natürlich auch besser vorzielen. Instant Bego. Ein kann Jensen machen. Zwei kann theoretisch Jensen machen. Kirby unterstützt ihn da. Oh Mann. Jetzt schenkt man die Runde hier quasi wieder weg. Tja, wo ist die Bombe? Erstmal auf dem Rücken. Gegen 3. So, das war die letzte Flecht, die er kassieren konnte. Gibt selbst keiner raus. 60 sogar selbst. 60 HP. Keine Chance. Ah, oh Mann, wenn Kirby da nicht den Mate fragt. Erste Runde für Wasp. Wichtig, hier mit 3 Waffen zu überleben. Man kann sich legen. Aber noch wichtiger ist es jetzt, die Folgerunde zu holen. Sonst hat Faculty das Spiel.
auf jeden Fall in der Tasche. Denn die Folgerunde wäre dann, also die übernächste wäre dann wirklich ein Graus an Equipment. Oh, schön auf Timing. Ich finde es auch gut, das Loch zu mollen und Tor zu smoken. Weil wirklich oft ganz gerne mal reingezielt wird und so rumgegangen wird. So, drei andere rausgespielt. Oh, ich muss fast reinlaufen. Sehr gut von Jensen. Jetzt können sie den Sack nicht zumachen. Die wichtigste zehnte Runde holen für den zwei Runden in Folge. Und das ist super für Wasp. Bauen nicht sie sogar mal ein bisschen Geldpolster auf. Molly sind verpönt in der Brust. Das ist doch Schwachsinn. Brauchen sie sich nochmal Würz Pro angucken. Aber ich finde Molly super. Und ich glaube, irgendwann werden sie sich auch durchsetzen. Gerade als Terror natürlich. Gerade für so eine Situation am B einfach prädestiniert. Ja, ne? Mit der Kung war auch schon mal besser. Das ist ja noch schlimmer als bei Maus. Ah, jetzt müsste das Draw werden. Jetzt her. Fällt auch. Draw für Faculty. Ah, Glück im Unglück, dass Wasp hier jetzt noch durch diese zweite Runde in Folge hier ein bisschen mehr Geld hat. Aber viel ist es trotzdem nicht. Vor allen Dingen hat man keine AWP. Wobei man sagen muss, Kafkas hat damit nicht wirklich was umgeschossen. Da hat Asmo oder Mantis schon wirklich eine viel bessere Leistung gezeigt und er hättet wieder Fuß. Aber das ist auch echt. Also warum springt er immer gleich durch? Und jetzt kommt erst die Smoke. Also kann auch instant smoken. Alter. Jetzt zerstören sie sie einfach nochmal in der letzten Runde. Boah. Schöner zweiter Schuss von Jensen. Hat leider nicht zum Frag gereicht. Taubi, der letzte, auch noch mit der Witzdiegel dann kurz. Glänzen kann die Diegel, ja. Aber nur optisch. Hab schon mal schön auf den Mann gesprungen. GG bei Plates. Da bedankt sich auch. Wer? Ah, Venom. Ja, war wirklich gut gespielt, gut zurückgekommen. T-Seite wirklich überragend. Aber auch eine schöne erste Hälfte von Wasp, zumindest die ersten paar Runden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Spiel. Faculty hält sich somit auch im Rennen um die Playoffs. Ein Spiel müssen sie noch gewinnen von den kommenden zweien. So.